Unsere erste Nachricht heute ist leider keine sommerlich leichte, denn einer unserer Reporter, der wurde heute beim Dreh angegriffen und musste mit einer Platzwunde im Krankenhaus behandelt werden. Er wollte über die Beerdigung des vor einer Woche erschossenen jungen Mannes berichten, der versucht hatte, einen Jenfelder Hausbesitzer zu überfallen und auszurauben. Mehrere hundert Menschen hatten heute an der Trauerfeier teilgenommen. Verwandte und Freunde verklären die Umstände des Todes nun aber offenbar. Der Mann traue sich kaum noch aus dem Haus, so Nachbarn. Denn vor der Tür, an der Stelle, an der der Räuber verblutete, versammeln sich jeden Tag Freunde des Erschossenen. Zum Trauern, aber auch mit einer ganz eigenen Sicht der Dinge. Und das da vorne ist ein Mörder. Er hat ihn einfach umgebracht. Er hat ihn umgebracht. Es war der tollste Mensch, den man sich vorstellen kann. Der tollste Mensch. Viele blenden dabei aus, dass der Erschossene offensichtlich der Angreifer war. Er kam erst vor einem Monat aus dem Gefängnis. Er war wegen eines früheren Raubes zu 5 Jahren verurteilt worden. Jeder Mensch hat Sünden, macht Fehler, aber es ist nicht gleich ein Grund, einen Menschen umzubringen. Zur Erinnerung, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 63-jährige Hausbesitzer in Notwehr gehandelt hat. Wer ist hier eigentlich das Opfer, fragen sich auch die Anwohner. Man sieht die Jugendlichen da alle stehen. Dann denkt man schon fast, die machen hier ein Denkmal für den. Aber dass dem anderen da die Bude eingetreten worden ist und er sich nur seine Haut gewehrt hat, das ist für die alle ganz normal. Deshalb müssen die Freunde so ein bisschen anders irgendwie, vielleicht sollten sie sagen, man soll das als Beispiel nehmen, wie solche Tat ausgehen kann und mehr als Hilfe, dass andere es nicht tun. Der aus Niger stammende Mann wurde nach Informationen des NDR von der Polizei als Intensivtäter geführt. Dutzende Gewaltdelikte sollen aktenkundig sein. Sein Strafregister wirft jetzt Fragen auf. Denn wenn es stimmt, dass eine mehrjährige Haftstrafe verhängt wurde, stellt sich die Frage, warum die Person nicht abgeschoben wurde. Denn das hätte die Tat und auch den dramatischen, bedauernswerten Ausgang verhindern können. Teilnehmer der Trauerfeier griffen ein NDR-Team an und verletzten den Reporter leicht. Sie wollten verhindern, dass das Grab des Erschossenen gefilmt wird. Die Friedhofsverwaltung hatte dies zuvor genehmigt. Der Vorfall zeigt, dass die Stimmung rund um den Tod des Räubers extrem angespannt ist.